Funktionsgraphen kann man ganz einfach skizzieren. Das muss nicht immer mit Wertetabelle sein, so umständlich, sondern hier zum Beispiel bei den linearen Funktionen macht man es mit Steigungsdreieck, da gibt es einfache Regeln und so weiter und so fort. Aber selbst bei höheren Funktionen, also komplizierteren, so wie sie hier zum Beispiel aufgeführt sind, geht das auch relativ easy, wenn man so, naja, ein kleines bisschen geübt hat und ein kleines bisschen ein paar Regeln beherrscht. Ich rede die ganze Zeit, damit hier oben links erscheinen, links dahin. Schon mal für die Ungeduldigen, beziehungsweise links dann hier zum Schluss für die etwas Geduldigeren, die dann noch ein paar Sekunden warten können, sodass ihr dann gleich zu den Themen gelangt, die euch wirklich interessieren. Gut, na denn.